eine Tragödie. Man weiß also schon im Voraus, dass es hier leider kein Happy End geben wird. Diana, die Göttin der Jagd, verwandelt den Jäger Actäon in einen Hirschen, als er sie mit ihren Nymphen beim Baden erblickt. Sie ist aber nicht die Einzige, die es auf ihn abgesehen hat. Diese Geschichte wird durch Charpentier unglaublich spannend gemacht. Und wenn man auch die Originalpartitur sehen kann, man sieht, wie sie in einem Wurf geschrieben wird. Die Morale der Geschichte? Die Götter reißt man lieber nicht. Actäon. 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 Eine Jagdoper. Von Marc-Antoine Charpentier. Am 22. März. In der NMS Hausmannstetten. Und am 23. März. Im TTZ Graz. Jeweils um 19 Uhr.